Das ist Glück. Florian Silbereisen und Beatrice Eglis haben ein wärmeres Ende denn je. Florian Silbereisen und Beatrice Eglis sind zwei in der Kunstwelt tätige Persönlichkeiten, die jedoch auf eine lange Konfliktgeschichte zurückblicken. Zufällig trafen sich eines Tages zwei Leute bei derselben Veranstaltung, hatten zuvor einen Groll und ein Missverständnis, sodass sich keiner von ihnen um jemanden kümmerte, aber sie mussten trotzdem singen und sich austauschen. Die Enggassen-Familie mochte sich nicht, musste aber immer kooperieren, doch wegen der Arbeit standen sich Florian Silbereisen und Beatrice Eglis gegenüber, waren aber nicht kooperationsbereit. Nach dem Konzert wirken die beiden vor allem immer fröhlich, hassen sich aber hinterher immer. Es gab Zeiten, in denen Florian Silbereisen und Beatrice Eglis aufgrund persönlicher widersprüchlicher Auffassungen beide Probleme für das Unternehmen hatten. Doch dank des Beschlusses der Geschäftsführung und des Unternehmens denken Florian Silbereisen und Beatrice Eglis um und arbeiten weiter zusammen. Diejenigen, die Beatrice Eglis und Florian Silbereisen pflegen und lieben, sind sich des Missverständnisses beider Seiten nicht bewusst und pushen das Bootspaar Florian Silbereisen und Beatrice Eglis daher aktiv. Die Fans hoffen immer, dass Beatrice Eglis und Florian Silbereisen ein Paar werden, aber vielleicht steckt hinter dem Ergebnis ein Streit, der noch nicht zu Ende ist. Während einer Auslandstournee. Florian Silbereisen und Beatrice Eglis wurden gezwungen, in dem von der Firma vermittelten Hotel zu übernachten. An diesem Tag saß Florian Silbereisen in seinem Zimmer und schaute die Nachrichten am Telefon, um sich nach anstrengenden Touren zu entspannen. Ich schrieb, dass ich versehentlich etwas verstanden hatte. Nachdem er diesen Posten gesehen hatte, hatte er das Gefühl, Beatrice Eglis missverstanden zu haben, wusste aber nicht, wie er mit Beatrice Eglis sprechen sollte, und ging auf den Balkon, und zufälligerweise war das Nebenzimmer das Zimmer von Beatrice Eglis. Beatrice Eglis stand nachdenklich vor Florian Silbereisen, Beatrice Eglis wollte sich umdrehen, um den Raum zu betreten, Florian Silbereisen rief Beatrice Eglis hastig an, Beatrice Eglis wollte es ignorieren, aber Florian Silbereisen entschuldigte sich bei Beatrice Eglis. Beatrice Eglis fand das seltsam und hielt an, um zu sehen, was Florian Silbereisen zu sagen hatte. Florian Silbereisen entschuldigte sich und sagte, das Missverständnis der beiden hin und her, Florian Silbereisen und Beatrice Eglis hätten auch miteinander reden können. Nach diesem Abend war der Konflikt zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Eglis gelöst. Florian Silbereisen lud Beatrice Eglis nach ihren gemeinsamen Konzerten zum Essen ein, doch er